Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von VOKO, powered by technology. Herzlich willkommen bei unserem IZB-Messemagazin direkt aus Wolfsburg in dieser Ausgabe mit folgenden Themen. Zierleisten AD, Recticel sprüht Metallic-Effekt direkt aufs Bauteil. Carbon, den Schrecken genommen. Eismann entwickelt Crash-Schutzkonzept für CFK-Türverkleidungen. Perfektes Interieur, Kussmaul veredelt den Innenraum. Dem Leichtbau verschrieben, Mubea löst Gewichtsprobleme. Zu unserem ersten Thema. Im Zuge der Flexibilisierung und Individualisierung im Fahrzeuginnenraum hat Recticel Automotive ein modernes Sprühverfahren entwickelt. Dieses beruht auf Zweifarbigkeit und erlaubt, die zweite Farbe mit einem Metallic-Effekt zu versehen. Auf diese Weise kann bei Instrumententafeln und Türen auf Zierleisten verzichtet werden. Und nicht nur das. Während eine Zierleiste immer eine glatte Oberfläche hat, lassen sich mit dem neuen Sprühverfahren des Ausstellers individuell gewünschte Narbstrukturen mit der Metallic-Farbe visualisieren. Aufgrund niedriger Werkzeugtemperaturen sind auch Wechseleinsätze möglich. Durch die Anwendung der Maskentechnologie kann die Haut entweder komplett oder aber an den vordefinierten Bereichen den gewünschten Metallic-Look erhalten. Unser zweites Thema. Gemeinsam mit der Eismann Group Automotive hat die Porsche AG zahlreiche Sicht- und Strukturbauteile aus CFK und GFK für den Innenraum des Hybridmodells Porsche 918 Spyder entwickelt. Durch die Entwicklungspartnerschaft wurde ein innovatives Splitter-Schutzkonzept für Carbon-Türverkleidungen im Seitencrash zur Serienreife gebracht. Die Sichtbauteile werden mit einem Schutzlack wahlweise in Glanz oder Matt lackiert, damit die anspruchsvolle Oberfläche auch den Witterungsbedingungen standhält. Bisher haben die negativen Crash-Eigenschaften von CFK-Bauteilen die Entwickler und Designer eingeschränkt. Das soll sich jetzt ändern. Unser dritter Beitrag widmet sich der Ästhetik und Perfektion im automobilen Interieur. Die Bernd Kussmaul GmbH präsentiert hier in Wolfsburg ihre Kompetenz und große Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung höchstwertiger Oberflächen und Bedienelemente für anspruchsvolle Kunden. Metall, Leder, Holz, Porzellan oder Carbon. Bei Kussmaul werden Innenraumkonzepte entwickelt und gefertigt, die bei anderen Zulieferern als nicht machbar gelten. Unser diesjähriges Messemotto lautet Welcome to the Jungle. Jungle steht für Artenvielfalt. Artenvielfalt steht für die Anforderungen des Marktes in puncto Techniken, Oberflächen und Farben. Und das beherrschen wir. Und ich würde sagen, je komplexer, desto besser. Unser viertes Thema dreht sich um die Verbrauchsreduzierung durch Leichtbau. Mubea zeigt hier auf der IZB wie gewohnt Innovationen, die das Auto leichter machen. So zum Beispiel die Verwendung von flexibel gewalztem Flachstahl, wodurch das Gewicht einer Verbundlenkerachse ohne Einschränkungen bei Funktion und Robustheit signifikant reduziert wird. Aktuelle Entwicklungsprojekte im B- und C-Segment erzielen hierbei ein Gewichtseinsparpotenzial von über 10%. Auch in anderen Produktbereichen zeigt Mubea seine Innovationskraft. Mit CFK-Rädern, die in der gezeigten Form eine Weltneuheit darstellen, lassen sich im Vergleich zu geschmiedeten Aluminiumrädern 20-30% einsparen. Für ein 7,5J x 20 Zoll Hybridrad zum Beispiel liegt die Reduktion bei 9,4 Kilogramm, für ein Voll-CFK-Rad bei fast 13 Kilogramm pro Fahrzeug. Das war unser IZB-Messemagazin für dieses Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zu unserer nächsten Ausgabe hier von der internationalen Zulieferbörse IZB in Wolfsburg.